What a golf shot. Oh. He is the prime premier golfer in the United States this year. He's always been very good. He's had some problems in winning tournaments. Found gets a bit jumpy, but he's played so well this year. He's become so good that he's been putting quite a margin between himself and other golfers. Oh, returns to all square. Not always so easy to judge the speed. It looks as if he's aiming well off here. Good swing from the left. Oh, he's done it. What a blow. What a blow. There's a lot of that going on. No chance to go. So Fred Couples out of the sand. Played it beautifully and into the hole. That really is a tremendous shot, but that's a four. What a four. Europe. Brave putt. A very brave putt under very intimidating circumstances. And very well done indeed, Mr. Couples. Now, just one hole left to play. The match all square. Couldn't be more exciting because this one point could be very, very important. Been out there 5.5 hours. Very nice sounding shot. Look at this. That was a great shot. Couples has played these last few holes remarkably well. He's had a bit of good fortune, and it could make all the difference. Couples hatte Break nach rechts erwartet. Und erneut ist es der letzte Tag, der Fred Couples zum Verhängnis wird. Ich bin gespannt, ob er irgendwann einmal in seiner Karriere seine Nervenschwäche ablegen kann. Es gibt kaum einen Golfer, der talentierter ist als er. Und wenn es nach dem Ausmaß seines Talents ginge, dann wäre er wohl absolute Weltspitze. Ein Wochenende. Fred Couples, sein zweiter Schlag am Par 5. Loch Nummer 12. Dieses Igel bringt ihn in Führung. Noch drei Loch später dieser Abschlag. Er findet das Wasser. Spitzenreiter Fred Couples schauen wir uns genauer an. Wunderschöner Schwung. Er spielt seit Wochen in Hochform. Genauso wie dieser Mann, Raymond Floyd, 49 Jahre alt, vor 8 Tagen Sieger der Doral Ryder Open. Fred Couples und Ray Floyd, sie bildeten im Ryder Cup im vergangenen Jahr ein Team, schlugen Bernhard Langer, Mark James und Faldo Woosnam im Vierer. Fred Couples, einer der überragenden Spieler im amerikanischen Team, die ja gegen Europa einen Punkt gewannen. Und im Dezember setzte Couples für sich selber einen drauf. Er wurde Weltmeister in Jamaika. Das ist ein Siegpart im Stechen der Los Angeles Open.
Kappels, einer der konstantesten Spieler auf der amerikanischen Tour und wohl auch weltweit. He's got a great, viel Charisma, er ist ein fantastischer Spieler, er ist einfach gut fürs Golf, sagt Ray Floyd, der es eigentlich wissen müsste. Nach seiner Ansicht ist er der beste Spieler der Welt im letzten Jahr gewesen, vielleicht sogar seit anderthalb Jahren. Straight Couple.